Ja, SV Sonsbeck gewinnt 3:0 gegen Uedesheim. Jetzt haben wir den Horst Riege hier, Trainer von Sonsbeck. Kein gutes Pflaster, haben wir gerade schon festgestellt. Zwar nur die Hälfte der Tore, aber ich denke mal, zwei Standardsituationen, ein Elfmeter. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, zunächst mal bin ich froh, dass wir wieder als Sieger gegen Uedesheim vom Platz gegangen sind, obwohl ich den Uedesheimer gerne Punkte gegönnt hätte. Ich gönne sie ihnen auf jeden Fall gegen andere Mannschaften. Vom Spiel her muss ich sagen, es war in erster Halbzeit ein Spiel, was auch 0-0 oder 1-1 stehen kann, weil die Standards auf der Latte aufschlugen. Zweite Halbzeit kam Uedesheim besser ins Spiel. Wir hatten ein bisschen Druck, hatten in der Phase aber viele Konterchancen, wo wir nicht das Tor gemacht hatten. Und dann, wie gesagt, in der Phase machen wir dann da 2-0 und ich denke, damit war alles gegessen. Da 3-0 ist vielleicht für uns ein kleiner Höhepunkt. Ich denke, wir können glücklich sein in einem schwierigen Spiel. Witterung, unangenehmer Gegner, der in den letzten Spielen ja aufsteigende Tendenz gezeigt hatte. Und einen Mitkonkurrenten, der mit uns wahrscheinlich um die begehrten Plätze 13 oder wo auch immer spielen wird. Ich wünsche dem SV Uedesheim alles Gute und vor allen Dingen Ingemar Putz. Dankeschön. Ja, vielen Dank, wünsche ich mir Ihnen auch und ein schönes langes Wochenende, wenn Sie eins haben. Alles Danke. Gute, ja. Tschüss. Tschüss.